Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Hey, was ist los? Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. Komm her. Jetzt besser? Okay, ich muss jetzt weitermachen, Kleine. Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Nein, Aiden. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Hallo? Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Das Wetter ist grauenvoll. All dieser Schnee. Ich hoffe, das hört bald auf. Kinder sind so anstrengend, wenn sie nicht rausgehen können. Aiden, Schluss damit! Jordi, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem.
dir, Schatz. Alles okay? Oh, es war nur die Glühbirne, Schatz. Dein Vater sollte die längst ausgetauscht haben. Ich hab was gesehen, Mami. Das hast du dir bestimmt nur eingebildet. Da ist nichts. Guck. Weißt du, Erwachsenen passiert das manchmal auch. Ist okay. Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Ich gehe ja schon. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Aber jetzt haben wir doch noch Spaß. Das musst du bereuen, Fiesling. Das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Du könntest auch mal helfen, Aiden. Aiden, du bist der Beste. Hey Jody, willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich, du wirst sonst eingesalbt. Au, das ist kalt!
ihn! Ah, er hat mich! Du bist tot, kleiner Wicht! Ich hab dich! Nein, nein, lass mich gehen! Nein, nein, stopp! Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jodie Holmes ist eine Hexe. Komm mit, komm mit. Wir gehen heim. Komm, komm mit. Geh jetzt ins Haus. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jodie, nein, diesmal gibt es nein. richtig Ärger. Philipp, nee. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Susan, das ist ein Monster! Hör sofort damit auf, so über sie zu reden! Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern! Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren.
Jody! Lass mich! Jody! Ist alles okay? Was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch.